Hallo und guten Morgen. Die müssen noch ein bisschen leise sein, die schlafen noch. Ja, es war letzte Zeit war sehr anstrengend für ihn und für sie natürlich auch. Und deswegen, ich habe mir gedacht, ich stehe heute mal zeitig auf und genieße vielleicht mal den Sonnenaufgang mit euch zusammen. Da müssen wir mal schauen. Darf auch nicht wissen, dass ich hier auf dem Dach bin. So machen wir das. Okay. Mal darüber leuchten. Ja, die Lampe ist nicht stark genug. Aber wir werden gleich mal alles kontrollieren, ob alles noch soweit in Ordnung ist. Und dann legen wir mit dem Tag los. Ja. Na, so langsam wird's, ne? Und es wird hell. So. Sehr schön. Läuft. Okay, Freunde, dann starten wir ganz vorsichtig vom Dach wieder runter. Ich hoffe, ihr habt nichts gemerkt. Naja, gut. Okay, was machen wir heute? Heute müssen wir Tiere holen. Wo war's? Ach, ich hab's hier reingetan, genau. Gut, da haben wir das. Das werden wir dann später brauchen. Wir fahren erstmal hier raus. Den Minion, den stelle ich erstmal dahin. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht werden wir den später mal mit Wasser füllen, dass der ein bisschen schwerer ist. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir auf alle Fälle fahren jetzt zum Händler. Und heute ist Tieretag. Also es geht los. Ich sage bis gleich beim Händler. Ciao. Und am Händler angekommen, gehen wir gleich mal ins Menü. Wir brauchen einen, das war das Falsche, wir brauchen einen Tiertransporter. Wir nehmen den, wir mieten den. Und dann war es das auch schon und es geht weiter. Als erstes werden wir jetzt die Tiere fahren. Und wir beginnen mit den Schweinen. Halt! Wenn man mit den Schweinen beginnt, da können wir noch was mitnehmen. Und zwar, ich glaube, hier müsste es sein. Ne, hier war es nicht. Dann war es hier. Hier. Dann nehmen wir einen mit davon. Da haben wir erstmal eine Grundversorgung. Ne, halt. Das wäre jetzt nicht die ideale Gabel dafür, aber wir hoffen mal, dass das funktioniert. Gut aus. Naja, mehr oder weniger. Hoffen wir, dass es passt. Und da haben wir nämlich schon mal ein kleines Problem gelöst. Und zwar das Futter für die Tiere ist für beide vorgesorgt. Und dann brauchen wir bloß noch den Wassertrailer holen. Und denn Wasser ist wichtiger als jedes Futter. Zumindest für eine gewisse Zeit. So, 8 Stück passen rein, die nehmen wir auch mit. Und ich wollte eigentlich 6 kaufen. 6 Stück, aber wir machen das mit 8 Tieren. So, dann machen wir noch die Bimmel an und ich sage bis gleich auf der Farm. Und da sind wir schon fast wieder zurück. Wie gesagt, ich wollte eigentlich bloß 6 Tiere haben, aber wenn wir die Möglichkeit haben, hier 8 rein zu tun, dann kommt es auf die 2 auch nicht drauf an. Soll zumindest unsere Reproduktionsrate nicht schaden. Und ja, so, nochmal gerade machen. Und dann läuft das. So, dann können wir entladen.
Klick, 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 klick. Und fertig ist es. So, dann stellen wir gleich das Futter hier hin. Hilfe. Hilfe. Na gut. Lass mal erstmal so stehen. Ist erstmal was drin. Das sollte passen. Ja. Nicht so gelaufen wie geplant, aber naja, was soll's. Gut, dann bis gleich. So, während die hier die Kühe verladen, werde ich mal schnell den Wassertrailer von drüben holen und schon Wasser hochbringen. Das ist mir sonst nichts. Ich will nicht, dass mir die Tiere bei dem Wetter hier kaputt gehen. So, dann nehmen wir den normalen und den kaufen wir auch. So, und dann sage ich mal bis gleich. Auf zum Wasserfass und einmal voll tanken. Wie gesagt, wir haben hier eine eigene, ein eigenes Wasserfässle mit mit angebundenem Pumpsystem. Ja, dadurch haben wir immer eigenes Wasser. Aber das kostet natürlich auch Wartung, Instandhaltung etc. Und deswegen ist unser Wasser nicht umsonst. Ich werde mir dann noch was ausdenken, was das kostet. Es wird jetzt nicht die Welt sein, es werden bloß ein paar Dollar sein, aber es wird trotzdem einen Preis haben. Ich persönlich mag es nicht, wenn Wasser keinen Wert hat. Das ist mir für mich vielleicht die falsche Spielweise. Denn seit ein paar Jahren gibt es in der Realität ja auch, hat in manchen Ländern Wasser auch einen Wert. Nicht das Leitungswasser, sondern das Wasser in Flüssen, in Seen etc. Und das heißt im Klartext, zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Australien nehmen, dass dort, Entschuldigung, dass dort schon einige Bauern ihre Höfe aufgeben mussten, weil sie das Wasser nicht mehr bezahlen können und die Tierhaltung für sie unrentabel wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, was so ein Tier am Tag verbraucht. Es werden schon mehrere Liter sein. Ich weiß es nicht wirklich, vielleicht 100, vielleicht 150 Liter pro Tag, so eine Kuh, Schwein und Schaf natürlich weniger. Aber ob das dann der Grund ist für, dass man pleite geht, denn ich habe gehört, dass ungefähr 1 Million Liter 700, ich sag mal 700 Euro wert sein sollen. Ob das so viel ist auf das, was auch eine Kuh dann an Ertrag bringt eigentlich. Ich meine, gut, da kommt noch das Futter dazu, das brauchen wir auch. Das muss auch entweder zugekauft werden oder hergestellt werden, vom Felde selber geholt werden. Das kostet natürlich auch Maschinen etc. Aber wegen, rechnet es mal hoch, das sind 10.000 Liter 7 Euro. Das heißt eigentlich so eine Füllung, wie wir sie hier haben, so eine Wassertankfüllung. Ich nehme mal kurz die Abkürzung hier. So eine Wassertankfüllung wäre dann 5 Euro und keine Ahnung, 20 oder 5,20 Dollar hier. 7.000 Liter. Was kriegen wir damit? 30, 40 Kühe. Also auf die Kuh hochgerechnet wären das dann, sind wir großzügig, 30 Cent pro Tag. Na, ich weiß nicht, ob das zu viel ist oder zu wenig. Ja, ich meine, bei den Kühen, da muss man wirklich rechnen, jeder Cent, ne? Da macht wirklich jeder Cent was aus, aber daran dann pleite zu gehen, ich weiß nicht, eine schwierige Geschichte. Da stecke ich zu wenig in der Materie, aber das sind Auswirkungen, wie es in Australien seit Monaten, Jahren gang und gäbe ist, ne? Gut, wir sind wieder hier bei unseren Händler des Vertrauens und schnappen uns ein paar Kühe, 6 Stück, und ich sag mal bis gleich wieder auf der Farm oben. Wir nähern uns dem Kuhstall, an den Schweinen vorbei. Sehr schön, sehr schön.
Auch der Schweinestall an sich ist sehr schön, also kann man nicht meckern. Na. So, dann einmal hier zum Entladepunkt. So, einmal ran. Und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, dann haben wir es doch plus 6. So, und nochmal eine Runde. Und dann haben wir das schon erledigt. Dann tränken und füttern. Und dann ist das eigentlich schon erledigt, die Geschichte. Auf zur zweiten und letzten Runde mit den Kühen. So, einmal schnell. Wo sind sie? Hier, Holstein. Vier Anhänger ist voll. Bezahlen, vielen Dank. Und es geht zurück zum Kuhstall. Und ich sage bis gleich. Und genießt nochmal den Anblick des Schweinestalls. Im Moment sind 8 Stück drin. Bald sind es 80. Hoffe ich zumindest. So, Zeit ist Geld, deswegen rast man ein bisschen, aber auch das wird sich vielleicht mit der Zeit geben. Ja. Gut, dann entladen wir hier nochmal schnell die 6 Stück. So, wunderbar. Und dann gibt es jetzt als erstes erstmal Wasser, bevor wir den Anhänger zurückbringen. So, einmal senken. Geht es hier durch. Anhalten, aussteigen. Einmal auf, einmal wieder rein und dann gibt es jetzt Wasser, Wasser, wir brauchen Wasser. So, Wassermarsch. Läuft. Gut. So, fahren wir wieder raus, Wasser ist erstmal genug. Wieder schließen. So, und das war's erstmal. So. Ach so, halt, da können wir kleiner füttern. Wenn wir schon dabei sind. Da haben wir alles erledigt, was die Tiere angeht. Da brauchen wir bloß noch Stroh, das werden wir jetzt auf dem Rückweg holen. Dann fahren wir gleich rückwärts. Schon sehr schön. Dann können wir das zurück tun. Da werden wir auch noch einen besseren Platz finden, aber erstmal ist es dort nicht schlecht aufgehoben. So. Kommen wir da raus? Jawohl. Vielleicht brauchen wir später noch mal eine Ballengabel. Was wir aber auf alle Fälle brauchen, ist eine Schaufel und die werden wir jetzt auf dem Rückweg gleich mitbringen. Denn morgen früh werden wir bestimmt den Bereich schon sauber machen müssen. Gelle. Und dann geht es jetzt wieder zum Händler. Holen wir noch ein bisschen Stroh. Und zum Einstreuen und dann soll es das gewesen sein. Erstmal.
Ja, so schnell ist ein Tag rum, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, ich sag bis gleich beim Händler. So, und da sind wir zurück am Händler und ich gebe den mal zurück hier. Wunderbar, sehr schön. Wir steigen wieder ein. Ich gehe gleich nochmal ins Menü. Wir brauchen was zum Entladen. Und dann nehmen wir den hier, wir mieten den. Und dann kaufen wir noch 4 Stück davon. Und was brauchen wir noch? Ich würde noch mal, ich glaube hier war es. Ich nehme noch mal so eine Trockenmischration mit trotzdem. Falls irgendwas in die Hose geht. Ach so, nee, kann ich gar nicht. Ich habe gar keine Dings. Ich wollte eigentlich eine Schaufel mitnehmen, aber ich glaube durch die Ballen jetzt, da werden wir wohl eher eine Gabel mitnehmen müssen. Ja, genau, so wird es werden. Dann nehmen wir eine Gabel mit. Bisschen ungünstig, aber dann ist das so. So, in der schönsten Farbe der Welt. Zumindest aus Case-Sicht. So, Licht an. Die Bimmel an. Und dann schalten wir mal um hier. Da kann der Händler nämlich gleich zumachen. Ja, ideal, ne? So, den auch noch rein hier. Sehr gut. Und damit ist das erledigt. Ja, dann wird das mit der Schaufel nichts. Da müssen wir vor früh eine kaufen. Dann ist das so. Gut. Dann sage ich noch mal schnell auf zum Farmgelände und bis gleich. Wir nehmen mal hier die Abkürzung. Psst. Und da sind wir fast schon da. Es ist arg dunkel hier. So, da werden wir schnell noch ein bisschen Stroh zu den Schweinen bringen. Und bremsen. Jawohl. Und es läuft. So, das sind die Tierchen. Hups. Na. Mächtiger Seegang hier. So, damit die so bequem haben. Läuft. Das war ja nicht viel. Aber umso besser für uns. Da liegt's. Sehr gut. So. Machen wir das hier zu. Die sind zufrieden, denke ich. Wir schauen noch mal ganz schnell. Ne, da wollen wir nicht hinschauen. Wir wollen hier hinschauen. Und zwar, das sieht alles gut aus. So, da habe ich nochmal den Big Bag mit dem Schweinefutter schnell rübergezogen. Der war ja fast leer. Und die Schweine sind jetzt versorgt zu 100%. Das ist sehr gut. Dann schnell nochmal zu den Kühen hier rein. Das einmal senken. Und da müssen wir, glaube ich, ein Stück hinter. Hier wird es gleich kommen. Und da können wir das abladen und da ist das auch erledigt. Das war ja besonders viel.
So, wie sieht's aus? Schauen wir doch mal schnell zu den Tieren. Ja, da fehlt noch ein bisschen was von dem. Das ist aber nicht so schlimm. Und das war der falsche. Dann nehmen wir den. Ja, besser als nichts, sage ich mal, oder? Also, läuft. Gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh wieder. Also, bis dann, haut rein. Ciao und auf bald.